manche haben jetzt aufgehorcht und waren überrascht, welche Lesung da zu einer Hochzeit vorgetragen wird. Von Hass gesprochen wird, von Verfolgung. Habt ihr euch deswegen miteinander verbunden? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das habt ihr gefunden, Gott hat euch zusammengeführt. Aber dieses Wort, es ist die Tageslesung, haben sich die Brautleute gewünscht. Ich selber war erstaunt, aber ihr zeigt eure Bereitschaft, eine christliche Ehe einzugehen, nicht nur pro forma in der Kirche das Ja-Wort zu geben, sondern auch im Bemühen, im Alltag dieses christliche Leben zu führen. Ihr wisst euch als Geschöpfe Gottes, euch füreinander bestimmt, und das heißt irdisches und göttliches, Fleisch und Geist, verbunden hat die Menschen. Darin liegt aber auch die Gefährdung, dass der Mensch sich erhebt, den Stolz und sich selber zum Gott macht, weil er Ebenbild Gottes ist. So möchten wir manchmal selber bestimmen, was gut für mich oder was böse ist. Christen wohnen zwar in der Welt, sind aber nicht von dieser Welt, so haben wir es gehört, wie auch unser Herr nicht von dieser Welt ist, sondern von Gott uns gesandt wurde. Die Welt hält es nicht aus, dass es Menschen gibt, die nicht nach den Gesetzen der Welt sich ausrichten, denn diese sind totalitär. Wer da ausschert, der ist schon ein Sonderling. Lass dir nichts gefallen. Lebe dein Leben. Was kümmert dich der andere? Man lebt nur einmal. Warum jene grüßen, die mich gar nicht beachten? Warum vergeben? Das ist die Welt. Ihr aber steht unter dem Gesetz der Liebe. Jene Liebe, die ihr euch vorgelebt habt, bis hin ans Kreuz. So gilt auch der Hass. Nicht euch, sondern letztlich dem, der in aller Demut und in aller Liebe bis zum Letzten gegangen ist, weil er nicht in diese Welt passt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, obwohl er diese Welt geschaffen hat. Das schreibt Johannes schon in seinem Prolog im Evangelium. Und nun sagt er, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Aber sie stehen doch mitten in der Welt. Der Johannes, der managt gleichsam für die Leute den Einsatz, Maschinenring, die Christine, sie wandelt durch die Krankenseele, um den Krankendienst zu machen. Das ist doch mitten in der Welt. Stimmt. Aber wir haben nur das eine Gesetz, nämlich das Gebot der Liebe. Einander lieben, weil wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergeschritten sind, wenn wir unsere Brüder, unsere Schwestern lieben, wie immer sie sich auch gebärden. Nicht nur mit schönen Worten, sondern wie es Johannes im Brief sagt, mit Tat und in der Wahrheit. Und so hat uns die erste Lesung etwas gesagt, das auch nicht gerade sehr hoch stimmt, verlassen,
Vater und Mutter verlassen. Das ist nicht gerade einfach. Und wenn es heißt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen, dann, weil die Christine ja schon heute zwei in ihrer Pfarre diese Hochzeit feiert mit uns, aber schon weggezogen ist und so ihrem Mann gefolgt ist. Aber es heißt auch für den Mann, auch wenn er im gleichen Haus wohnt, dass er jetzt ein eigenständiges Leben führt und sich nicht reinreden lässt, was eure Beziehung und euer Lebensplan ist. Auch für Vater und Mutter oft nicht leicht, weil sie doch aus eigenem Fleisch kommen. Und trotzdem ist das ganz wichtig und notwendig. Aber dieses Verlassen hat noch eine viel alltäglichere Bedeutung, wenn es heißt, sich verlassen. Sich verlassen können auf den Partner. Gewiss sein, er steht zu mir. Ich brauche keine Angst haben um ihn. Das heißt lieben. Mit einem Du das eigene Ich entdecken. Denn es kann einer schon sagen, ich bin perfekt in der Liebe. Wenn er ein Du hat, das ihm zeigt, dass er anders ist, dann entdeckt er sich selbst. So groß dürfen wir nicht sprechen. Immer wieder werden wir spüren, dass wir auch versagen, aber wieder vorgesungen hat, trotz dieser Wachheit des Menschen, er ist uns immer als der vergibt und treu ist, nahe. So könnt ihr euch beide aufeinander verlassen und wenn ihr es könnt, seid ihr glücklich zu schätzen. Dann heißt es, sie werden sich verbinden, im Urtext heißt es, ihr werdet einander anhangen. Und das ist so, wie wenn man zwei Blätter, vier Blätter, aufeinander biegt, ja? Und dann versucht, sie wieder zu trennen. Es geht nicht, man zerreißt beide. So ist dieses Anhangen, eins sein. Und niemand zerreißt dieses Band, das euch verbindet. Das nicht bindet im Sinn von dem anderen die Freiheit nehmen. Das ist so die Angst der heutigen Jugend. Sie möchte sich nicht binden, möchte sich alles offen lassen. Aber das Glück liegt gerade darin, sich dem anderen ganz zu schenken und gewiss zu sein, dass darin auch die Fülle des Lebens zu finden ist. Und dann ein Fleisch werden. Ihr erinnert euch vielleicht an unser Eheseminar, wo der Arzt, der gesprochen hat, dann hineingefragt hat, und wisst ihr, was die Sexualität ist? Und ein Lachen ging durch den Pfarrsaal, wo wir zusammen waren. Nun, na, wer weiß das nicht? Und einer hat gesagt, er kam vom Bauern, naja, sowas, wie wenn der Stier auf die Kuh springt, na, das kennen wir wohl. Und der Arzt hat zurückgefragt, und du meinst, das ist die Sexualität, wie du sie lebst? Dann ist er still geworden. Ihr seid Fleisch und Geist. Irdisches und Göttliches ist in euch verbunden. Und das ist die Größe und auch die Gefährdung. Immer wieder abzugleiten, gleichsam ins Tierische. Sich zu suchen, die eigene Befriedigung auf Kosten des anderen. Und es scheint, dass das selbst sehr fromme und gleichsam als tugendhaft dann nennen, wenn sie sich dem Partner entziehen. Ich brauche ja das nicht mehr. Also du Trippe, setzter Partner, lass mich in Ruhe. Das ist Egoismus. Das ist nicht die Liebe, denn die Liebe weiß sich gegeben dem Partner und umgekehrt. Wir verfügen nicht über uns selbst, sagt Apostel Paulus.
Und es war gestern, wo ich bei der Herz-Jesu-Kommunion zu all den Leuten gekommen bin. Sie haben schon ihr 70-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert. Und wo er erzählt, dass sie sind in einem Zimmer, weil er Betreuung braucht, aber mit getrennten Betten. Und dann kommt sie in der Nacht zu ihm. Er, was willst du denn? Ja, einen Kuss, hat er mir erzählt und den Kopf geschüttelt. So ist es aber. Bis ins Alter hinein seid ihr euch diese Zärtlichkeit einander schuldig. Und ihr habt Vorbilder, eure Familien, die dieses Leben euch vorgelebt haben, die die Treue zeigen, nicht weil es keine andere Möglichkeit gegeben hätte, sondern weil sie wissen, auch Gott ist uns treu, selbst wenn wir untreu werden. Und ihr seid eingebettet in eine Gemeinschaft der Kirche, die uns als Mutter zu führen weiß, dass wir glücklich werden und das Leben gewinnen. Und so wünsche ich euch, dass ihr dem Segen Gottes vertraut, den ihr heute vor dem Altar bei Versprechen ablegt. Und dass er euch, wenn ihr darum bittet, immer wieder diese Liebe schenkt, auch zur Versöhnung. Denn eine Verbindung ohne einmal ein Streit, ein Missverstehen, ein Verletzen gibt es nicht. Aber eines gibt es, und das ist gerade uns Christen aufgetragen, dass wir uns immer wieder versöhnen. Und das wünsche ich euch. Ich wünsche euch, dass eure Liebe dauert, bis sie offenbar wird in der Herrlichkeit des Himmels. Amen.